So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir jetzt wieder bei Cube Life Island Survival und wir wollen uns jetzt hier von dieser Insel wegbewegen. Und dafür schwimme ich jetzt einfach mal hier willkürlich in der Gegend rum. Und wir kommen jetzt gleich in einen anderen Bereich. Ja. Und es gibt sogar einen Ladebalken. Ui. Okay. Ja, er hat schon mal fest oder er hat mal gut erkannt, wir bräuchten ein Boot. Aber hier haben wir auch wieder Bäume, Materialien. Und ja, ich sollte mir vielleicht das mal markieren. Oh, und da haben wir Kohle. Also diese Insel scheint doch geradezu perfekt für uns zu sein. Ja, und dafür möchte ich dann auch gerne hier unten mein Lager aufrichten, einrichten. Das muss man aber erstmal richtig treffen. Wow. Okay. Okay, gut. So, bauen wir jetzt hier erstmal ab. Und dann können wir hier rein. Dann bauen wir uns hier jetzt unsere neue Existenz auf. Cool. Okay. Jetzt geht's schon mal los. Wir brauchen jetzt unseren ersten Crafting Table. Den baue ich jetzt erstmal hier hin. Und los geht's mit dem Bauen. Gut. So. Whoa, that eagle looks giant and dangerous. You should probably be careful. Oh nein. Also hier haben wir es sogar noch mit einem Adler zu tun. Der ihn dann auch noch versucht anzugreifen. Ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Ich glaube, mit dem Adler möchte ich mich erstmal nicht anlegen. Ach, verdammt, das wird nichts. Ich brauche jetzt mehr Platz und den muss ich mir jetzt erstmal machen. Aber ich fühle mich hier schon bei weitem sicherer. So. Gut, da kann ich dann hier alles hinbauen. Und kann mich dann in die andere Richtung ausbauen. So. Nehmen wir den jetzt nochmal mit. Und platzieren den hier. Gut. Ah ja, muss ich auch gleich benutzen. Ich bin ja mal neugierig, ob der Adler hier auch runterkommt. Hm.
Noch habe ich genügend zu trinken, aber das mag nicht lange anhalten. So, wo haben wir denn die Kiste? Die Kiste hat er nicht mitgenommen. Na super. Ja, müssen wir uns gleich nochmal eine Kiste bauen. So. Gut, den Boden muss ich dann auch noch machen. Das ist aber erstmal egal. So, ich brauche aber noch Kokosnüsse. Das heißt also, ich muss hier irgendwie rüber. Machen wir das nochmal weg hier. So, also hier müsste ich jedenfalls sicher sein. Ich muss nur noch an die Kokosnüsse ran. So. Hallo? Ah. Okay, falsche Taste gedrückt. So. Hier bauen wir mal so ab. In der Hoffnung, dass jetzt gerade kein Adler kommt. So. Na. Gut. Boah, hier gibt es viele Kokosnüsse. Gut. Jetzt muss ich aber da mal gucken, wo ist denn der Adler jetzt hin? Egal. So, hier können wir rein. Wir können uns hier auch schön wieder zubauen. So. Und es uns hier drin gemütlich machen. Ja, hättest du wohl gern Adlerchen, hä? Gut. Also Essen haben wir jetzt noch genügend. Jetzt können wir uns erstmal hier in die Richtung hier bauen und mal hoffen, dass wir hier dann gleich die Kohle finden. Nein, schon wieder leer. Gut, ich könnte aber auch erstmal versuchen, hier ein Crafting Table zu machen. Na komm. So. Ein Crafting Table zu machen. Eine Truhe zu machen. Mann. Genau. Und da kann ich dann erstmal die ganzen Sachen reinpacken. Zum Beispiel die Eier. Dirtblock. Naja. Gut, dann gucken wir mal ins Inventar allgemein. Wir haben hier noch einen Zaun. Wir haben noch die Seile. Zaun und Seile können wir erstmal hier hinmachen. Ach, die Erde kann man auch erstmal hinmachen. So. Dann haben wir und das und das kann auch erstmal alles da rein. Ja. Holz wird ein bisschen eng, glaube ich. Obwohl, ne, das reicht noch. Das reicht noch. Um zu überleben. Ach nee, ne? Nein. 2, 3, 4. So, damit sollten wir erstmal vorankommen hier in der Richtung. Und die Kohle finden.
Machen wir erstmal hier ein bisschen Platz. Okay, also er braucht meistens 5 Schläge. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So kann man es vielleicht auch ein bisschen abpassen. So. Wir müssen die Kohle finden. Ich brauche die Kohle ganz dringend und dann hoffe ich natürlich hier auch noch auf andere Ressourcen als nur Kohle zu treffen. Aber irgendwie findet sich die Kohle nicht. Okay. Es wird nachts. Ach, verdammt. Es wird jetzt abends gerade ein bisschen dunkler. Ja. Ist natürlich jetzt auch lebensmüde von mir, hier was aufzumachen. Ich suche halt die Kohle. Und der Geier nervt. Oder der Adler, besser gesagt. Ach, verdammt. Gut, aber wir können jetzt hier schon mal ein bisschen ausbauen. Das finde ich schon mal super. Um uns das hier ein bisschen gemütlicher zu machen. So. Ja. Wunderbar. Also ihr seht, es ist wirklich... Ein gewisser Druck ist da. Den es natürlich gilt zu bewältigen. Ich bin ja jetzt nicht neugierig, ne? Aber... Hier dürfte eigentlich gar keiner reinkommen. Nehmen wir mal hier den Sand dahin. So. Wunderbar. Also irgendwo sind sie hier über mir wieder. Aber ich ignoriere sie jetzt einfach mal. So. Hier mache ich mir jetzt so einen kleinen Gang, in der Hoffnung, da irgendwas zu finden, so wie bei der anderen Insel. Ich muss auch dann jetzt langsam mal anfangen hier mit Kohle herstellen, wenn ich keine Kohle finde. Ich weiß ja, dass die Kohle hier in der Nähe ist. Aber ich weiß halt nur noch nicht wo. Ob sie wirklich so hoch jetzt ist? Muss nochmal gucken bei Tag. Na, schaff ich's? Jawohl. Ach, hier oben wollte ich auch noch abbauen. Ich höre hier immer nur einen... Ich muss aber weiter in die Richtung. Okay. Also ihr seht, es wird immer wieder eng. Aber kein Problem. Wir haben genügend Steine. Ich hoffe auch, dass irgendwann mal Treppenstufen und sowas dazukommen. Und dass wir hier irgendwann mal die Kohle finden. Die musste hier irgendwo sein.
Was war das für ein Geräusch? Also jetzt darf ich mir doch Sorgen machen, oder? Da ist die Kohle. Super, wenn ich die jetzt wegbaue, passiert noch nichts. Wahrscheinlich, wenn ich die wegbaue. Nee, da passiert auch noch nichts. Okay. Wir setzen hier wieder ganz normale Steinblöcke hin. Und denken uns unseren Teil. Danke. Das ist echt. Das ist Druck bis zum geht nicht mehr. Mein Durst ist auch schon wieder gestiegen. Aber okay, wir können uns Fackeln machen. Das ist auch schon mal viel wert. Das ist eine normale Torch. Und die platzieren wir jetzt mal. Ist gar nicht so leicht. Ups. Den da wollte ich eigentlich so haben. So, ich bin gerade auch schon ein bisschen über der Zeit, aber egal. Es ist gerade Spannung pur. So, und wir haben hier eine normale Fackel platziert, dass wir hier mal ein bisschen Licht haben. Schnell noch ein bisschen was essen und trinken. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und ich sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.